Hi Leute und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Far Cry 6. Ich freue mich, endlich auch mein eigenes Far Cry zu spielen. Sah gut aus. Ich hätte auch vorige Teile schon spielen können, aber die haben mich eigentlich nicht so angesprochen wie jetzt dieser Teil. Und deswegen beginnen wir auch mal mit einem neuen Spiel. Action-Modus, Story-Modus. Action-Modus, dies ist die klassische Far Cry-Erfahrung, für die die meisten Spiele empfohlen wird. Aha. Das ist die Far Cry-Erlebnis für Spieler, die Wert auf die Story und auf Erkundung legen. Nehmen wir Standard, würde ich sagen. Go. Wahre Yharana, ich stehe vor euch bewaffnet mit der Wahrheit. Zu lange wurde uns unser Land von Politikern geraubt. Aber ihr habt eine Vision gewählt. Heilung, einen Weg ins Paradies. Viviro, geschaffen von unseren brillanten Wissenschaftlern. Das effektivste Krebsmedikament, das die Welt je gesehen hat. Herangezüchtet in unserem kostbaren Tabak, verfeinert mit dem reinsten Dünger. Viviro ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Paradieses. Doch unser Paradies hat seinen Preis. Das werden unsere Gegner nie begreifen. Yara hat mich nicht gewählt, damit ich den leichten Weg gehe, sondern den richtigen. Und mit neu konzentriertem Fokus muss ich den Dienst fürs Paradies ausweiten. Wahre Yharana werden überall auf der Insel auserwählt, um genug Viviro anzubauen, um die Welt zu heilen und unsere Heimat zu retten. Diese glücklichen Yharana werden über eine Lotterie bestimmt. Sogar mein Sohn Diego könnte morgen eingezogen werden. Hey Dani! Und als der wahre Yharana, der jetzt... Mach den Scheiß aus! ...mit einem Lächeln dienen. Precisamente. Das ist es, was Castillo will. Genug Politik, Lita. Glaubt ihr, die ziehen die wahren Yharana ein? Es sind die Ausgestoßenen. Arme, Waisen, wie wir. Er bringt die Sklaverei wieder zurück. Nach Yara. Davor könnt ihr nicht davonlaufen. Warte mal. Du bist abgehauen. In den Dschungel mit ein paar Guerrieros. Libertad. Und jetzt bist du hier, um für Clara Garcias Kreuzzug zu rekrutieren. Komm schon, das ist unser Abschied. Dani. Verdammt, sag doch was. Okay, Charakter auswählen. Können männlich oder weiblichen Charakter spielen. Wir haben immer den gleichen Namen. Hat sich überhaupt irgendwas anderes? Na gut. Wir nehmen mal den weiblichen Charakter und geben damit mal ein bisschen Gas. Ist das erste Mal, dass man weiblichen Charakter spielen kann in der Serie? Ich bin mir gerade nicht sicher. Mein Name ist falsch geschrieben. Dani, du kannst Libertad helfen. Du bist ausgebildet. Du hättest längst Karriere gemacht, wenn du nicht so verpeilt wärst. Komm doch mit uns, Lita. Ei, du hörst einfach nie zu, Dani. Hey, wir müssen los. Ein Boot wartet, Drinks in Mexiko. Abendessen in Miami. Gonio! Scheiß Stromausfälle. Zu groß für einen Stromausfall. Du bist bewaffnet? Oje, was ist los? Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Scheiße. Verfickt nochmal. Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Und zwar jetzt. Alejo, nein! Eingezogene müssen sich melden. Alejo, Deckung. Helft mit, das Scheiß Castillo! Alejo! Oh. Das war keine gute Idee. Dani, wir müssen weg. Sofort! Das Boot, du kommst! Versprich's mir, Lita! Sie. Los, Dani.
Okay, los geht's. Bleib in der Nähe. Lass Baranza. Wir müssen zum Boot. Okay, Daniel. Dann will ich irgendwas aufheben schon? Dann verabschieden wir uns von Alejo. Versprochen. Irgendwas mitnehmen? Krieg ich eine Waffe? Was ist ohne Waffe? Lass dich nicht vom Feind von Soldaten sehen. Komm hier, runter! Verstecken Sie die Marianer-Verordnung! Hab ich doch gesagt. Hier ist sie. Komm aus dem Gebäude. Was ist da runter? Du mal ans Telefon gegangen, Rojas. Das nächste Arschloch, das die Tür öffnet, muss Dani Rojas sein. Los jetzt. FND, kommt raus da. Wir suchen nach Dani Rojas. Such dir mal weiter. Hier sind sowas von weg. Mach die Tür auf. Hier lang. Okay. Ich ergebe mich. Ich leiste wow. Keinen Widerstand. Nicht so dumm. Oh shit. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Was ist sie denn? Mit wem redet sie? Ich sehe niemanden. Von unseren Leuten zumindest. Wir müssen diesen Platz überqueren. Sie werden uns sehen. Nein, werden sie nicht. Vertrau mir. Wir sind schon mal durch. Sind viele Soldaten, Lita. Wir nehmen die Kanalisation. Okay. Aktion von Schleichmission war super. Kann ich noch? Los! Schafft uns zu rennen. Okay. Go, 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 go. Okay, aber gegenlaufen. Perfekt. Wo bringst du mich hin? Kommt sie auch noch? Okay. Das ist ein Guerillafahrt der Revolution von 67. Erkennst du die Zeichen? Ja, aus unserer Kindheit. Alles in der Kanalisation gewesen? Nee. Bitte nicht! Das ist krank. Und dann alles platt da draußen. Scheiße. Direkt mit Panzern. So. Ich hoffe, hier unten sind keine Soldaten. Blut. Castillo kennt keine Gnade, Dani. Sind wir jetzt echt hier unten? Fast geschafft. Der Ausgang ist gleich davor. Gut. Das Boot wird nicht auf uns warten. Mist. Sackgasse. Oh. Tasse? Schätze? Ja, klettern. Bleib bei mir, Lita. So. Scheiße. Wow. Was sprengen die da? Hier sind Flüchtige. Los, los, los. Okay, wir gehen mal weiter. Ist hier irgendwas? Nee. Lita, die Seilrutsche. Wie in der Grundausbildung, was? Gibt's sie noch? So schnell sind wir gar nicht, trotzdem ist sie so langsam. Nicht eingezogene bleiben in ihren Häusern. In den Terraza geht Ausgangssperre. Dani, alles okay? Ja. Da ist eine Terroristin in meiner Wohnung. Entschuldigung, ich war gar nicht hier. Okay. Wieso erkennen die uns alle als Terroristen? Woran? Scheiße, Lita, wo steckst du? Oh, Chef.
Führe die durch. Ich will mal wissen, was bei T passiert. Achso, okay, nur ein bisschen das ausblenden. Wow. Danny, hier drüben. Und noch eine Seilrutsche. Wann ist sie denn? Wann hat sie uns überholt? Scheiße. Tap. Wo ist die Polizei, verdammt? Wollen die einfach zusehen, wie das Militär uns umbringt? Das ist... La noche de la muerte. Na toll. Drüben ist das Boot. Lauf! Wir rennen doch schon. Haben wir nur endlich Ausdauer? Los, weiter, ich sehe gerade keine Ausdauerleiste. Ja. Ah, sehr schön. Geschafft. Bitte, wir müssen auf dieses Boot. Abuela, was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viel die wert sind? Lass uns durch. Hey, Marco, du findest so leicht Freunde. Dani, du bist spät. Wo ist Alejo? Er hat sein Ticket weitergegeben. Und seine Familie. Blödsinn. Alejo ist eine Waise. Alejo wird nirgendwo mehr hingehen. Komm, Marco. Lass sie aufs Boot. Vamos. Guter Mann. Was soll denn die Scheiße? Nehmt uns mit! Gracias. Gern geschehen, Chamaco. Hier. Mehr habe ich nicht. Das ist nicht richtig, Danny. Wir sollten kämpfen, nicht zu den Yankees fliehen. Alejo hat dir ein verdammtes Geschenk gemacht, Lita. Wir überleben. So wie im Waisenhaus und auf der Akademie. Was war das? Bitte, nein, das ist nur ein Pötterboot. Wir, nein, nein. Bevor er El Presidente wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Mijo. Es geht um die Herausforderung. Außer, wenn er einen dicken, fetten Speerfisch fing. Da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Tyrann! Du hast Yara vergiftet! Du hast deinen Sohn vergiftet! Oh. Ich habe heute einen sehr großen Fisch gefangen. Nicht wahr, Diego? Diego! Ist nicht wahr. Ich hab dich gefangen. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie Viro machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische, die werfen wir wieder ins Wasser. Wir sind am Arsch. Vamos, vamos! Danny! Ah!
versenken aber das ganze scheiß Boot. Wow. Lita, ich spüre meine Beine nicht. Scheiße, Lita, das ist meine Schuld. Mein Handy. Vergiss es, Lita. Mein Handy. Das ist der Strand, Dani. Das ist alles Schicksal. Was? Hier verstecken sie sich. Clara, Libertad, Julio. Verdammt, Julio. Es ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Hör auf, Lita. Warte, ich hole Hilfe. No, gib mir das. Clara wird dir helfen. Verstehst du es nicht? Du bist Fortunas Nummer 1. Fortunas Nummer 1. Lo siento, Lita. Oh, erstmal eine Machete schnappen. Jetzt gibt's Rache. Ah, es wird schon ein witziges Spiel. Okay. So. Okay, suche den Strand nach Vorräten ab. Wieder tot. Scheiße. Tot. Ich nehme etwas Brauchbares und dann nichts wie weg hier. Finden wir sie eigentlich noch? Ist ja. Das Schicksal. Ruhe in Frieden, Lita. Hat sie noch eine Knarre dabei gehabt? Toll, ist gar nichts. Warte. Nein. Ah, ich sehe die Markierung. Aber ich will erstmal noch. Na gut, gehen wir doch rein. Okay. Verdammt, keine Munition. Super. Da läuft ja. Das Lager finden. Neue Fotos, B. Conjo, das geht echt noch? Die Zeichen müssen der Code sein, von dem Lita gesprochen hat. Aha, da ist irgendwo so ein Stein. Lass der Stein sein. Dann da hoch zu den beiden Bergen, ja. Okay. Gehen wir da hoch. Das ist der Stein. Okay. Finden wir vielleicht im Bunker noch Munition? Ich glaube zwar nicht, aber. FND Bunker 43. Auf jeden Fall was. Erschwingst du deine Machete so, durchbrichst du Holzverschläge. Ha! Na dann, Teile nehmen. Was zeige ich das bei Festigung? Okay. So, wir sind zwischen den Bergen lang. Scheiße, da schießt er. Ich muss aufpassen. Ihr stinkt wie Tier. Ich rieche es an eurer Kleidung. Eurem Schweiß, der Gestank von Verrätern, innerer Verwesung. Ich wusste, dass ich in dieser Stadt finde. Ich habe es gerochen. Keine mitgekriegt. Deshalb bist du jetzt tot. Ich werde Meldung erstatten. Und du? Du bist tot. Schön. Da sucht wohl noch jemand nach Clara. So, erstmal machen wir die hier vorne kalt und suchen wir mal die Gegenstände ab. Jawoll, weg mit dir. So. Was ist das? Könnte nützlich sein. Munitionsrose. Ha? Beinkleidung. Haben wir die jetzt automatisch angelegt? Tab. Nehmen wir doch gleich mal mit.
Okay, was haben wir hier noch? Sprühdosen, was soll denn damit? Ernsthaft, was sollen wir damit? Körper tragen? Nö, brauchen wir nicht. Ein Boot stehlen, mich aus Yara verpissen. Kinderspiel. Und jetzt führe ich schon Selbstgespräche. Verdammt! Ich muss aufpassen. Von wegen. Hätte ich looten? Wildschweinfleisch. Nö, kann ich leider jetzt nicht aufschneiden oder sowas oder irgendwelche Sachen draus looten. Okay. So, können wir klettern oder was soll ich jetzt zeigen? Die beste Zeit für die Guerilla. Ist eine Weile her, dass ich sowas benutzt habe. Okay, Kletterhaken, Werkzeug. Schön. Hier kannst du dich Ansatzpunkten für den Kletterhaken einsetzen. So, hochklettern. Springen. Haken lösen. Klar, da kriegt nicht gern Besuch. Okay, nice. So, dann beenden wir aber erstmal hier den Part. Gucken mal, wo wir weitergehen und dann bis gleich. Ciao.